Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFall und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Elfmeterschießen auf meinem Kanal. Heute geht es endlich weiter. Die Champions League geht in die nächste Runde und heute Abend spielt Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Ihr könnt natürlich jetzt, das ist eine kleine Prediction, deswegen könnt ihr natürlich jetzt in den Kommentaren mal gerne raten, was meint ihr, wer gewinnt, Barca oder PSG? Schreibt einfach Barca oder PSG in die Kommentare. Lasst natürlich gerne ein Like da, Leute, wenn ihr weiterhin diese Elfmeterschießen zur Champions League sehen wollt. Vielleicht packen wir mal wieder 5000 Likes, Leute, auf dieses Elferschießen hier. Und checkt jetzt auch seinen Kanal aus. Link ist direkt in der Beschreibung. Da gibt es morgen, heute ist Dienstag, morgen am Mittwoch gibt es bei ihm die Prediction zu Real Madrid gegen Neapel. Also, checkt seinen Kanal aus, lasst ein Abo da. Dann würde ich sagen, starten wir schon selber. Bist du bereit? Let's go, let's go. So, Leute, Julian Draxler, der neue Mann bei Paris Saint-Germain. Wir sind fertig, bist du bereit? Leute, und ihr wisst es, falls ihr noch Bock habt auf meine, unsere Nice Hoodies hier. Da gibt es natürlich den roten Nice Hoodie. Den blauen, den er hat, gibt es natürlich auch. Den gibt es auch noch in grün und noch viele weitere Sachen. Checkt gerne meinen Shop aus. Erster Link in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es natürlich auch noch dazu. Gibt es natürlich noch viele weitere Sachen. Nicht nur diese Hoodies hier. Ja, könnt ihr gerne abchecken. Danke an jeden Einzelnen. Ihr seid die Besten. Wir starten ins Elferschießen. Okay, komm mal, Luis Suarez. Boah, guck mal, dieses Outfit von Luis Suarez. Wie die Schuhe zum Outfit passen, Junge. Richtiger Boss, dieser Luis Suarez. Oh, scheiße, Mann. Oh, das gibt es nicht. Okay, war der Latte oder hast du gehalten? Ich weiß nicht. Ich hab gehalten, weil bei Latte kommt dann vibriert der Controller. Digga, Edison Cavani, der ist diese Saison richtig verdammt nochmal gut drauf. Nein. Aber der verschießt. Ja, also wie scheiße sind die eigentlich hier schon wieder? So, Neymar, zeig mal jetzt, was du kannst. So. Einfach in die Mitte, Junge. Die Maria gegen Ter Stegen. Oh, und den macht er auch safe. Na, 1:1. Okay, Rakitic. Okay, wisst ihr es, Leute? Rakitic, der kann einfach gute Standards schießen. Und das macht er hier auch richtig gut. 2:1. Ivan Rakitic. Und jetzt kommt er, der neue Mann. Julian Draxler. Ja. Okay, komm. Julian Draxler gegen Ter Stegen. Julian Draxler. Oh. Haut ihn safe in die Mitte. Oh, Lionel Messi. Der Boss höchstpersönlich. Der Boss höchstpersönlich, Lionel Messi! Er schießt immer in dieselbe Ecke, warum bin ich auch so blöd, Alter? Junge, Lionel Messi lässt sich das nicht nehmen, Alter. Thiago Motor. Thiago Motor gegen Ter Stegen. Wie lange lässt du dir Zeit? Ich bin voll nervös im Tor hier schon, wegen dir. Oh, der geht drüber. Latte. An die Latte! Auch Mann, wegen der Zielhilfe. Okay. Ey, das ist jetzt unfair, Mann. Meine Zielhilfe ist ausgegangen. Hey, da ist gar nichts unfair. Ist ausgegangen, Alter. Okay, Andres Iniesta. Okay, ich gebe ihm noch eine Chance. Okay, komm. Weil deine Zielhilfe ausgegangen ist, hat er natürlich recht. Das verwirrt. Ich gebe ihm eine Chance, ne? Wenn ich deswegen. Aber du musst jetzt treffen. Wenn du nicht triffst, bist du jetzt selber schuld. Seine Zielhilfe ist ausgegangen, Alter. Was sind das für Ausreden? Hä? Nur weil du mein kleiner Bruder bist, gebe ich jetzt hier die Chance nochmal. Sonst hätte ich hier gar keine Chance gelassen. Hier, Thiago Silva! Oh, wieder Latte! Ey, das kann doch jetzt nicht mehr wahr sein. Wieder Latte! Das heißt... Oh, Mann. Ter Stegen, lauf auf die Kamera. Komm. Ey, warum können Torhüter nicht auf die Kamera oder auf die Bande laufen? Ich verstehe das nicht. Auf die Kamera? Wahrscheinlich läuft er auf die Kamera. Ja, in die Kamera rein, Alter. Legt sich dahin, Alter. Wie so ein Sack Mehl, ey. Egal, Leute. Okay, Barcelona gewinnt's. Was hast du eigentlich für scheiß Elber geschossen? Muss mal ganz ehrlich zugeben. Guck mal, die Barcelona-Fans. Was los? Völlig am Ausrasten und... Was macht Suarez? Alle sind da hinten. Er chillt an der Mittellinie. Kein Bock, Alter. Naja, egal, was soll's. Hier ist nochmal der letzte Elber. Der Captain Thiago Silva. Macht's höchstpersönlich. Der war gut geschossen. Ich hätte niemals halten können. Aber der war schon das wieder... war so knapp, Alter. Ja, das Ding ist, der war schon wieder zu gut geschossen. Naja, okay. Das war's dann also von dieser kleinen Prediction zu Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Wie gesagt, schreibt jetzt in die Kommentare, was meint ihr, wer gewinnt. Entweder Barca oder PSG. Schreibt es in die Kommentare hier in unserer Prediction. Hätte Barcelona gewonnen, checkt jetzt, wie gesagt, noch seinen Kanal aus. Da ist ja Luis Suarez, Digga. Da gibt es, wie gesagt, morgen das Elferschießen Real Madrid gegen Neapel. Genau. Das war's dann soweit. Lasst ein Abo, lasst ein Like da, wenn ihr weiterhin diese Elfmeterschießen zur Champions League sehen wollt. Checkt jetzt meinen Shop aus. Da gibt es den roten Nice Hoodie, den blauen Nice Hoodie, den grünen und noch viele weitere Sachen. Erster Link in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Also, falls ihr Bock habt, wie gesagt, ganz oben der Link ist in der Beschreibung. Und checkt noch gerne meine Sponsoren IGFall und MMOJOS. Die Links sind auch in der Beschreibung. Rabattcode ist auch in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.